Viele Schülerinnen und Schüler haben große Schwierigkeiten damit, einen Aufsatz zu schreiben. In diesem Video erkläre ich dir, was du unbedingt wissen musst, um einen guten Aufsatz zu schreiben. Schau dir meine 5 wichtigsten Tipps an. In 3 Minuten bist du schlauer. Tipp Nummer 1. Jeder Aufsatz benötigt eine Einleitung. In der Einleitung schreibst du, wer, was und wo. Also zum Beispiel, an einem heißen Tag ging Tom mit Freunden ins Schwimmbad. Du stellst die Hauptperson vor, du beschreibst kurz die Umgebung und die Rahmenbedingungen. Die Einleitung, die führt zur Geschichte hin. Tipp Nummer 2. Jetzt kommt natürlich der Hauptteil mit einem Höhepunkt. Du hast deine Einleitung und jetzt entwickelst du deine Geschichte. In der Geschichte kann einiges passieren. Vielleicht hatte er es geschafft, die ganze Länge des Beckens zu tauchen. Doch als er wieder auftauchte, waren seine Sachen weg. Also, was geschieht mit der Hauptperson? Wie reagiert sie? Was ist der Höhepunkt deiner Geschichte? Wo ist Spannung? Was interessiert deinen Leser? Tipp Nummer 3. Nach deinem Höhepunkt braucht deine Geschichte auch noch einen Schluss. Du musst also einen Schluss schreiben. Ein Schluss könnte so aussehen: Das würde Tom nie wieder passieren. Du gibst also eine Erklärung dafür ab, was in der Geschichte passiert ist. Du schaust vielleicht in die Zukunft oder du gibst eine Zusammenfassung der Geschichte. Tipp Nummer 4, weil das ist noch nicht alles bei einem Aufsatz. Du brauchst natürlich, na, was fehlt noch? Richtig, du brauchst eine Überschrift. Die suchst du meistens erst am Schluss, wenn deine Geschichte fertig ist. Hier würde vielleicht passen, eine gemeine Tat. Eine Überschrift macht neugierig, verrät aber auch nicht zu viel von der Geschichte, ist kurz und passend. Die Überschrift macht Lust aufs Lesen. Und Tipp Nummer 5, das ist eigentlich eine ganze Reihe von Tipps, da geht es um den Stil deiner Geschichte. Ein Aufsatz sollte auch gut geschrieben sein, doch was gehört dazu, um einen Aufsatz gut zu schreiben? Baue gute Sätze, nimm verschiedene Satzanfänge, nimm starke Verben, wie das genau geht, kannst du in diesem Video hier sehen. Nimm unterschiedliche Adjektive und benutze die wörtliche Rede, um Gefühle wie Angst, Zorn, Wut oder Freude auszudrücken. Wenn du das alles machst, dann hast du einen guten Aufsatz geschrieben. Zusammenfassung. Ein guter Aufsatz braucht eine Einleitung, einen Hauptteil mit Höhepunkt und einen Schluss. Er braucht auch eine Überschrift und sollte in einem guten Schreibstil verfasst sein. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Wenn du das Video teilst, dann freuen wir uns sehr. Viel Erfolg beim Aufsatzschreiben!